kann gutes Karma, schlechtes Karma aufheben. Da oben sitzt kein Manager, der dich verwaltet. Das ist, was Karma bedeutet, dass du verstehst, du bist die Quelle deines Lebens. Wirst du sicherstellen, dass es die bewusste Handlung ist, die du ausführst, die das Schicksal deines Lebens bestimmen wird? Das ist etwas, das du entscheiden musst. Sadhguru, eine Frage zu Karma. Kann also gutes Karma schlechtes Karma aufheben? Was hast du heute gemacht? Ich frage für die Menschheit, nicht für mich selbst. Und ist unser Leben vorherbestimmt oder können wir es ändern durch Karma? Und was ist gutes Karma? Schau, lass uns dieses Wort verstehen. Ich weiß, es ist Teil des englischen Lexikons geworden. Hm? Karma ist jetzt ein englisches Wort. Das Wort Karma bedeutet Handlung. Während du hier sitzt, findet körperliche Aktivität statt, mentale Aktivität findet statt, emotionale Aktivität findet statt, energetische Aktivität findet statt in jedem von uns. Ob du wach bist oder schläfst, vier Dimensionen von Karma geschehen die ganze Zeit. Seit du heute Morgen aufgewacht bist, bis auf das schlechte Karma, das du gemacht hast. Nein, du musst das nicht verraten. Seit du heute Morgen aufgewacht bist, bis zu diesem Moment, nur ein paar Stunden, wie viel von diesen vier Dimensionen von Karma hast du bewusst ausgeführt? Soll ich antworten? Hm? Ich war nicht bewusst, während ich meine Handlungen ausführte. Sie sind einfach passiert. Ich sage, bei fast jedem Menschen ist es deutlich weniger als 1%. Wenn du einen Tag nimmst, deutlich weniger als 1%. Wenn also 99% deiner Handlungen zufällig oder unbewusst sind, mach eine Sache. Fahr einfach hier rum. Hier ist der Verkehr sehr langsam. Es ist sicher, dieses Experiment auszuprobieren. 99% der Zeit schließe einfach deine Augen und sitze so. Greife hin und wieder mal ans Lenkrad. Mal sehen, wo du in 5 Minuten sein wirst. Das ist eine Katastrophe des menschlichen Lebens. Du musst das verstehen. Das ist die tiefste Dimension der östlichen Kulturen, dass wir dir gesagt haben, dein Leben ist dein Karma. Das bedeutet, dein Leben ist dein Tun. Es gibt keinen Manager, der... Ich rede nicht über euch Leute. Es gibt keinen Manager, der da oben sitzt und dich verwaltet. Dein Leben ist dein Karma. Die Art, wie du es tust, ist die Art, wie es passiert. Es gibt keine andere Art. Nur weil über 99% unbewusst geschieht, sieht es so aus, als ob eine andere Kraft dich manipuliert. Alle schlechten Fahrer sind so, wenn sie in einen Unfall geraten. Ich bin immer ordentlich gefahren. Irgendetwas ist passiert. Hast du das schon mal gehört? Etwas ist passiert, etwas Übernatürliches ist passiert und ich hatte einen Autounfall. Nein, du bist nur ein dummer Fahrer. Also das Gleiche gilt für das Leben. Das Gleiche gilt für das Leben, weswegen wir dich ständig daran erinnert haben. Jetzt in dieser Generation ist es wahrscheinlich verloren gegangen. Vielleicht deine Mutter oder sagen wir die Generation deiner Großmutter. Wenn sie sich hinsetzten und aufstanden, sagten sie Karma, Prarabdha, Mukti, Moksha. Das waren Alltagsgespräche, keine spirituelle Unterhaltung. Ja oder nein? Es ist Zeit, dass du sie zurückbringst, denn Karma bedeutet, du erinnerst dich daran. Alles, was ich tue und ich tue, ist meine grundlegende Verantwortung. Wenn du mich fragst, die Leute haben mich gefragt, ich habe das bis vor kurzem nicht deutlich ausgesprochen, aber einige Leute haben mich gefragt. Also spreche ich in diesen Tagen mit ihnen. Ich sage, was ist die Mission? Sie fragen mich. Ich sage, die Mission ist einfach das, von Religion zu Verantwortung. Du denkst, es ist dort. Nein, es ist hier. Das ist, was Karma bedeutet, dass du verstehst, du bist die Quelle deines Lebens. Es gibt keine andere Kraft, die im Universum wirkt. Doch, gibt es. Aber selbst um diese zu nutzen, sie nutzbar zu machen, ist deine Angelegenheit, oder? Hallo? Selbst sie zu nutzen, ist deine Angelegenheit. Worum geht es sonst? Karma bedeutet also, dein Leben ist dein Tun.
Es gibt nichts anderes, das entscheiden kann. Wenn du Verantwortung für deinen Körper übernimmst, sagen wir, du hast eine gewisse Beherrschung deines physischen Körpers, werden 15-20% deines Lebens und Schicksals in deinen Händen sein. Wenn du Verantwortung für deinen mentalen Prozess übernimmst, werden 50-60% deines Lebens und Schicksals in deinen Händen sein. Wenn du Verantwortung für deine grundlegende Lebensenergie übernimmst, werden 100% deines Lebens und Schicksals in deinen Händen sein. Jeder junge Mensch muss zuerst diese Dimension erkunden, bevor er in die Welt hinausgeht und andere Menschen verwirrt. Ja, sehr wichtig. Aber was ist die Wiedergutmachung für das schlechte Karma des Morgens? Du musst verstehen, Karma ist kein Belohnungs- und Bestrafungssystem. Es ist nur ein Restgedächtnis in dir selbst. Alles, jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Handlung, jede Bewegung, die du tust, wird in gewisser Weise darin aufgezeichnet. Dieses Gedächtnis erzeugt eine Tendenz für dich, weil so viel Erinnerung natürlich angesammelt wird. Es ist wie eine Software. Jeden Augenblick schreibst du unbewusst deine Software. Schau, wenn du von hier nach hier gehst, sage ich dir, gibt es mindestens 25 verschiedene Arten von Gerüchen. Du bist dir dessen nicht bewusst, es sei denn, etwas ist sehr stark, intensiv in einer Art, positiv oder negativ. Dann wirst du es bemerken, ansonsten bemerkst du es nicht. Du wirst sehen, wenn ein Hund hier entlang geht, versucht er, dich zu erkunden. Was du getan hast, was du nicht getan hast, dein gutes Karma, schlechtes Karma, alles, er versucht es zu erkunden. Yes or no? Ja oder nein? Du bist auch bewusst. Dein System nimmt es auch wahr, weil dein neurologisches System dem neurologischen System des Hundes weit überlegen ist. Stimmst du mir zu? Hallo? Dog lovers, is it okay? Hundeliebhaber, ist es okay? Das menschliche neurologische System ist weit fortgeschritten als das aller anderen Lebewesen. Du bist dazu auch in der Lage, aber wegen der Gehirnaktivität entgeht es dir. Mach eine Sache, geh und lebe einfach für einige Zeit im Dschungel. Du wirst bemerken, dein Geruchssinn. Plötzlich weißt du alles, nur indem du deine Nase ein wenig anhebst. Wenn du deine Nase herausstreckst, weißt du einfach, was kommt und was geht. Du wirst es sehen in den Dörfern in Indien. Sie werden sagen, heute wird es regnen, verstehst du? Nichts, kein Zeichen von Regen, keine Wolke, nichts. Er wird einfach, und er wird sagen, dass es heute regnet, und es wird regnen, weil diese Veränderungen in der Atmosphäre passieren. Also, wegen dieser unbewussten Art, wenn du von hier nach hier gehst, werden diese 25 Gerüche zum Beispiel alle im System aufgezeichnet. Und all diese visuellen Inputs, Audio-Inputs, alles wird aufgezeichnet, aufgezeichnet, aufgezeichnet. Je nachdem, welche Art von Material du aufgenommen hast, entwickelst du langsam eine unbewusste Neigung. Plötzlich bist du so und nicht anders, aufgrund der Art von Input, den du aufgenommen hast. Diese Neigungen, traditionell aus den Skripten kommend, nennen wir sie Vasanas. Vasana ist ein sehr guter Ausdruck, denn Vasana bedeutet wortwörtlich Geruch. Je nach Art des Geruchs siehst du also diese Art von Leben an oder bewegst dich in diese Richtung. Das ist, was sie zu sagen versuchen. Aber um es im Wesentlichen in moderner Terminologie wiederzugeben, du baust eine unbewusste Software auf und sie beginnt natürlich auf eine bestimmte Weise zu funktionieren. Es spielt keine Rolle, was die Software ist. Kannst du sie umschreiben? Natürlich kannst du. Das ist auch dein Karma. Willst du also den unbewussten Handlungen, die du ausgeführt hast, erlauben, die Natur und das Schicksal deines Lebens zu bestimmen? Oder willst du dafür sorgen, dass es die bewussten Handlungen sind, die du ausführst, die das Schicksal deines Lebens bestimmen? Das ist etwas, das du entscheiden musst.